Dämonikon Podcast 1. Die Welt von Dämonikon, die Schattenlande. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast zu unserem Rollenspiel Das Schwarze Auge Dämonikon von den Numena Studios. Bei uns erfahrt ihr aus erster Hand Neues von den Entwicklungsarbeiten zu Das Schwarze Auge Dämonikon von Entwicklern für Fans. Mein Moderationspartner ist Erik Janot, seines Zeichens Head of Design bei den Numina Studios. Er verantwortet dabei alles Designrelevante von der Story über Level Design bis zu den Spielmechaniken. Er selbst ist Wahlberliner, studierter Publizist und unser erstes gemeinsames Projekt war der kolossale Enddialog im Adventure Time The Sorcerer 5. Dann stelle ich mal meinen Co-Moderator André vor. André Schmitz ist Head of Development, damit ist auch der Studioleiter der Numina Studios. Wenn er nicht gerade eben das Studio leitet, dann spielt er einen Maraskaner mit Künstlerambitionen. Als heutiges Thema möchten wir näher auf die Welt von Dämonikon eingehen, um ganz spezifisch zu sein, auf die Schattenlande. Die Schattenlande, ein aufregender, düsterer Ort voller Gefahren, von Dämonen beherrscht, in dem Themen wie Paktierertum, aber auch der Kampf um die eigene Seele dominieren. Und um dieses Thema eben heute zu besprechen, haben wir eingeladen als Gast unseren Chefautor Daniel Hessler. Hallo. Erzähl uns was, Daniel, über dich. Mein Name ist Daniel Hessler, genau. Ich bin von Haus aus Schauspieldramaturg. Ich habe einige Abenteuer für DSA veröffentlicht. Ich habe an einigen Spielhilfen mitgearbeitet und jetzt leite ich sozusagen das Story Department hier in den Numina Studios. Ja, Daniel, nochmal vielen Dank für deine kurze Einführung. Dann gehen wir direkt ans Eingemachte und zwar die Frage, die vermutlich unsere Zuhörer auch beschäftigt, die eben nicht DSA so gut kennen, die Schattenlande. Kannst du uns ein paar Worte mal dazu sagen? Die Schattenlande sind der Osten Aventuriens. Der Osten Aventuriens. Diese Aufnahmen fanden in Berlin statt. Okay, also der Osten Aventuriens, aber jetzt mal davon abgesehen, das ist hier ein ziemlich düsterer Ort vom Prinzip. Ja, also die Schattenlande haben eine Invasion hinter sich von Dämonenmeister Borberat, der vor ungefähr 15 Jahren in Ingame-Zeit von Osten her das Land überrannt hat und erst an der Ogermauer, dem Wall des Todes, gestoppt werden konnte. Und da haben sich dann dementsprechend unterschiedliche Warlords niedergelassen und das Land tyrannisiert und dämonisch verseucht. Das ist so der grobe Umriss. Ja. Und so langsam löst sich dieses Land oder löst sich dieser eisige Griff der Dämonenknechte löst sich auf. Das ist ja auch definitiv eben nicht die schwarzen Lande mehr, soweit ich das auch. Genau. Ja, eben. Ja, also es sind nicht mehr die Schwarzen Lande, sondern sie heißen die Schattenlande. Also auch, es gab ja so Diskussionen im Vorfeld in verschiedenen Foren. Also tatsächlich richtig ist, sie hießen während der 90er Jahre und der frühen 2000er, in denen sie entstanden und währten, die Schwarzen Lande. Heute heißen sie, so wie die neue Spielhilfe vom Schwarzen Auge auch, die Schattenlande, weil es eben da Licht und Schatten gibt, weil das nicht mehr so eine gefühlt hermetisch abgeschlossene Region ist, in die man schnell reingeht und wieder schnell raus muss und nur schnell irgendwas totschlagen muss, sondern in der jetzt auch gelebt werden kann und man als Held auch etwas ausrichten kann. Also was mir da so einfällt, als ich am ersten Mal so Schattenlande oder Schwarze Lande gehört, hatte ich erst gedacht, wenn mit einem Gebiet zu arbeiten, das ein bisschen wie Mordor ist, also um es auch mal so plastisch in den Raum zu tragen. Aber es ist ja nicht wie Mordor am Endeffekt. Nee, also es ist viel mehr drin. Es ist anders. Es ist nicht so, also man hat nicht den Oberschurken, der da irgendwo sitzt und seinen orkischen Armeen befiehlt, geht dahin und haut das um. Vielmehr gibt es viele kleine, mächtige oder weniger mächtige Einzel-Warlords, die alle so ihre private Agenda haben und zum Großteil halt auch irgendwelche Dämonenpakte geschlossen haben, die sie mit einer gewissen Macht ausstatten und die scharen dann Söldnerrotten um sich oder befehligen Horden von Untoten. Also das ist alles sehr zerstritten. Die Grenzen da zwischen den Reichen und auch zwischen Gut und Böse sind da fließend. Und
Borbarat als zentrale Figur, spielt die noch eine Rolle? Nein, also Borbarat selber nicht. Denn das möchten wir auflösen. Echt viele Sorgen, viele Fansorgen, also, dass jetzt Borbarat zurückkommt oder so. Also Borbarat, der Übermagier, Halbgott. Deswegen ganz offiziell, Daniel Hessler. Ganz offiziell sage ich hier, nein, wir holen Borbarat nicht zurück. So, das wäre die B-Frage gewesen, damit endgültig geklärt. Aber nochmal zu den Schattenlanden selbst. Wem oder was begegnet man denn dort, wenn man sich denn da raustrauen sollte? Tja, da gibt's ja noch viele Reste von der dämonischen Besatzung. Reste klingt so schlecht. Also man begegnet so ziemlich allem, was Spaß macht. Das heißt, es gibt Untote, es gibt Dämonen, es gibt Söldner, es gibt Dämonenpaktierer. Und es herrscht im Allgemeinen das Recht des Stärkeren. Also das ja, heißt, und man hat die Möglichkeit, die auch alle tot zu schlagen. Ja, hat man theoretisch. Man muss halt immer gucken, mit wem man sich dann anlegt, wenn man einem von seinen Leuten umhaut. Da gibt es dann Gruppierungen, die mächtiger sind und Gruppierungen, die weniger mächtig sind. Ja, das kommt dann auch quasi auch mit diesem Thema, mit diesem Kernthema von Dämonikon, moralische Entscheidung. Das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, weil wir dazu auch noch eine Sendung haben werden. Aber welche Gegner man dann hat, ist auch damit verknüpft, ne? Ja, natürlich. Also das heißt, man trifft eine Entscheidung und dementsprechend verändern sich die Leute, denen was nicht passt an der Entscheidung. Sozusagen. Und ein wichtiges Thema sind halt die Dämonenpaktierer, die ihre Macht von der Macht der Dämonen ziehen, also die den Dämonen ihre Seele verschreiben. Und der Kampf um die eigene Seele und der Kampf ums eigene Seelenheil ist ein Thema, was immer wieder auftaucht in Dämonikon und was auch sehr wichtig ist in den Schattenlanden an sich, weil es immer wieder darum geht zu unterscheiden, was ist denn jetzt das Gute und was ist denn jetzt das Böse. Und das ist gerade in den Schattenlanden eher schwierig zu unterscheiden, weil es eigentlich meistens die Frage ist, welches moralische Gut steht höher oder gut oder böse. Okay, ich hatte schon Sorge, weil sonst könnte das echt als bisschen so als graue Brühe rüberkommen, schon mit Schattenlande und so. Ja, man trifft ja schon klare Entscheidungen in Dämonikon auch. Und ja, auch wenn die Leute kämpfen halt auch in dem Sinne, dass wenn man hungrig ist, trifft man schwierige Entscheidungen. Wenn die Familie überleben soll, eher in dem Stil. Ne? Ja, genau. Das Fressen und die Moral, also darum geht's. Und welche Auswirkungen das hat. Also ob jetzt wichtiger ist, dass ich jemandem helfe, der mir nahe steht, aber nur ein Einzelner ist, oder ob ich einer Gruppe von Leuten helfe, die ich nicht so gut kenne. Das ist so ein Beispiel für die Entscheidungen, die man treffen kann. Die halt eben nicht ganz klassisch gut und böse sind, sondern ein Abwägen. Ja, genau. Also Recht des Stärkeren, Opportunismus, Kollaboration ist auch ein wichtiges Thema, haben... Da weißt du ja jetzt schon quasi zu Warunk auch ein bisschen übergegangen. Ja, genau, also da wollte ich hin. Dass Warunk ein wichtiger Bestandteil von Dämonikon ist. Warunk ist gerade, also ist eine Stadt im Zentrum der Schattenlande und ist gerade befreit worden von den Priestern der Kriegsgöttin Rondra, stand vorher unter langer, langer Nekromantenherrschaft. Und die Rondrianer, die räumen da jetzt ein bisschen auf. Also die Kollaborateure sacken sie ein, sie suchen nach Dämonenanbetern, sie versuchen mit dem Schwert das Gute durchzusetzen. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn man da 15 Jahre unter Besatzung gelebt hat. Da hat dann jeder mindestens eine Leiche im Keller und es ist eine Glückssache, ob diese Leiche lebt oder untot ist. Nein, das war falsch rum. Also, ihr wisst, was ich meine. Also die... und die Rondrianer sind ein wichtiger Machtfaktor in Warunk, was so als heller Fleck... Ich weiß jetzt gar nicht, ob du gesagt hast schon, was die Rondrianer sind. Also für die sie nicht kennen, das sind Paladine der Kriegsgöttin Rondra. Sie sind sehr aufrecht in ihrer Mission. Sie kapitulieren nie vor dem Feind und sie sind eben als strahlende Krieger auch jetzt in Warunk auf einer Art Kreuzzug da, um eben auch die Schattenlande vom Bösen zu befreien. Herrlich geradlinig, wie ich finde, in einer Welt, die so vor Kompromissen nur zu strotzen scheint. Ja, also in einem Artikel stand was über Lichtfaschisten, was ein bisschen schwierig ist mit dem aventurischen Hintergrund, weil Licht, dafür ist ein anderer Gott zuständig. Aber im Grunde ist das natürlich das Spannende an den Rondrianern, dass die eben es sich nicht leisten können, grau zu sein, sondern die müssen weiß sein und die müssen das vertreten,
was weiß ist. Ich bin ja der Meinung, die wirklich düsteren Figuren sind die hellsten. Ich finde es auch cool, dass wir das jetzt so in der Story haben, dass unser Held Chiron sich sowohl mit den Rondrianern als auch mit den etwas dunkleren oder krass dunklen Figuren in unserer Story genauso anlegt im Prinzip, weil es ja darum geht, seine eigene Seele zu retten. Ja, also und da beide Seiten können dafür hinderlich sein oder auch in definitiv auch ein Vorteil. Ja klar, also der gute Chiron hat ja eher unfreiwillig mit Dämonen zu tun, relativ eng. Und das wird auch zunehmend mehr und natürlich interessiert das die Rondrianer dann früher oder später auch. Und natürlich ist es auch sehr leicht in den Schattenlanden und auch in Warung Streit zu suchen und zu finden. Ja, kann man so stehen lassen. Ja, so Warung spannend auch, weil einem natürlich auch so realhistorische Analogien einfallen. Eben eine frisch befreite Stadt, die lange Zeit unter dunklen Herrschaft, Kollaboration als Thema in Trümmern. Also es ist nicht so, dass wir da ein politisches Statement jetzt machen würden, aber es ist natürlich schon so, dass diese Figuren, die Warung bevölkern, immer wieder darüber reden, was sind die alten Götter, was sind die neuen Götter sozusagen. Also dass auch die Frage ist, wie ist das mit der Schuld, die man mit sich herumträgt, wie viel kann da vergeben werden, wie viel nicht. Und wann ist es auch mal gut mit den alten Geschichten oder wie lange muss man da Verantwortung tragen? Aber tatsächlich kann man ja auch, und das ist, glaube ich, eine Stärke auch von unserem Spiel, dass auch du so einen Subtext hast. Du kannst auch Probleme sehen, wie eben, wie geht man mit Hunger um, wie geht man mit eben diesem Kollaboration um, dass das ja auch nicht alles rein erfundene Epic Fantasy ist, sondern auch schon ein bisschen auch mehr in die echte Probleme reingreift. Ja, Motivation ist für diese Figuren alle sehr wichtig. Also haben wir viel Wert drauf gelegt, unsere Figuren gut zu motivieren. Und es ist ja auch so, dass man in Warung eine Stadt sieht, wo nicht nur all diese Dinge, die du jetzt genannt hast, vorhanden sind, sondern man sieht in Warung auch eine Stadt, die versucht, sich selbst wieder aufzubauen, in der aber die Versorgungslage wirklich, wirklich mies ist. Weil man sich eigentlich nur durch Schmuggel richtig versorgen kann, wenn man nicht auf die Karawanen warten will, die Rondrianer nach Warung bringen. Wir haben auch das Elend im Licht und auch wiederum in der Dunkelheit auch Schönes im gewissen Sinne. Ja, das Gute hat seinen Preis. Damit sind wir auch am Ende unserer Sendung angelangt. Weitere Infos zum Spiel findet ihr auf unserer Website unter www.worldofdemonicon.com, World of Demonicon als ein Wort, mit unter anderem Screenshots, Informationen zu den Features, Kreaturen und viele weitere Sachen. In unserer nächsten Sendung geht es um das Thema moralische Entscheidungen mit einem neuen Gast, der anwesend sein wird. Da werden wir dann besprechen, welchen Impact denn die Entscheidung von Chiron auf der Spielwelt haben und was da für storytechnische Implikationen auch durch diese Entscheidung sich ergeben. Ja, vielen Dank, Erik. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Zuhörern, wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.